Und willkommen zurück bei Let's Play Morrowind. Alles funktioniert, der Safe Game war super, es hat toll geladen. Und wir gehen zu Mr. Canius, um mal ein ernstes Wörtchen mit ihm zu besprechen. Denn letztes Mal haben wir herausgefunden, dass er irgendwie so einen Arbeiter bei uns dazu angestiftet hat. Vor dir habe ich Angst. Dazu angestiftet hat, bei uns das Erz zu klauen. Oh, das kann ich gar nicht gutheißen. Wie ich sehe, befinde ich mich in guter Gesellschaft. Was kann ich für euch? Hänge hier fest. Für immer. Ich werde hier sterben. Ich werde hier sterben. So, Canius. Ich mach schon mal. Ihr habt euch für falsch. Mach schon mal die Tür zu. Gut. Was ist, Agent? Dann bleibt halt noch mehr für mich übrig. Kann ich den immer noch einlösen? Oh. Warte mal. Erklärung! Ihr beschuldigt mich, darin verwickelt zu sein, hahaha, und wenn schon. Aber ich warne euch, überlegt genau, was ihr tut, Agent. Mein Wort wird gegen das eines Diebes stehen. Wem denkt ihr, wird man glauben? Du Verdammter. Verdammter. Verdammter, was auch immer. Okay. So, kann sein. Oh, der wird bestimmt jetzt umgebracht oder so. Irgendetwas ganz Hinterhältiges wird hier geschehen. Ich hänge hier fest. Ich hänge auch hier fest und. Ich werde hier sterben. Das vielleicht nicht, aber. Es wäre mir eine Freude mit euch zu. So. Dieses ganze Hin und Her ist so ein bisschen nervtötend, muss ich ja sagen. Das ist nicht so schön. Also, dass ich jetzt hier ständig hin und her hampeln muss, aber ich glaube... Da kann man nichts machen. Zumindest jetzt hier bei diesem Aufruf. Wir können natürlich auch laufen, aber das... Kann ich euch helfen? Das ist ja nun noch döver. So. Mr. Falco. Ich hab Neuigkeiten. Scheint so, als wäre die Angelegenheit bezüglich Uhrenbare für uns geregelt worden, Canius. Er wurde tot aufgefunden, kurz nachdem er eingesperrt wurde. Natürlich habe ich keine Beweise dafür, dass er ermordet wurde und es gibt keine Zeugen. Ich bin mir sicher, dass Canius etwas damit zu tun hatte. Aber wenn ich es nicht beweisen kann, dann möchte ich ihn lieber nicht beschuldigen. Zumindest die Diebstähle sollten jetzt der Vergangenheit angehören. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Canius. Hab Dank. Ja, nun lass mich doch endlich aufsteigen, verdammt. Blöd. Okay. Nein, ich habe jetzt nichts für euch zu tun. Wir konzentrieren uns darauf, die Bauarbeiten hier zu Ende zu bringen. Kommt zu mir, wenn wir damit fertig sind. Ach, geil. Dann, nehme ich einfach hier sein Haus ein. Bei dem ich auch immer wieder irgendwas akzeptieren muss. So, dann pennen wir hier mal ein paar Stündchen. 1 Uhr am Morgen, machen wir nochmal 5. Und dann 24, bis wir hier einen neuen Auftrag kriegen. Und dann müsste die Kolonie vielleicht sogar schon fertig sein, ne? Die zweite Bauphase dürfte beendet sein. Ich sollte mich in der Kolonie melden und sehen, ob es für mich Arbeit gibt. Wenn ich hier die Tür rauskomme. Cool. Ach, cool. Ach, mordsmäßig. Wenn's nicht das eine. Super cool. Sieht so aus, als ob das Ganze hier fertig ist, ne? Ich höre eure Taverne. Taverne. Gibt's ja auch irgendwo einen Schmied jetzt? Würde mich ja interessieren. Und das wäre ja extrem cool, ne? Aber... Wir haben uns ja dagegen entschieden. Wir haben ja dieses blöde Handelshaus gebaut, in das wir jetzt nicht rein können. Vielmehr, wir können schon rein.
Aber ja, ihr wisst, was passiert. Und dann würde ich sagen, hallo Falco. Habe ich letztes Mal, glaube ich, Franco gesagt, ne? Naja, Franco, Falco, immer dasselbe. Ja, ich habe hier eine Angelegenheit, die dringende Aufmerksamkeit bedarf. Etwas stimmt mit Seela Fabelim. Ganz und gar nicht. Ich möchte, dass ihr euch umgeht, um ihn kümmert. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Man sagt, dass er mit allen, die in der Taverne kommen, einen Streit anzufangen versucht. Das ist überhaupt nicht typisch für ihn. Findet heraus, was los ist und seht zu, dass ihr ihn beruhigen könnt. Ja, Nanius, wahrscheinlich ist er noch dort drin. Irgendwas ist immer. Der wird mich wahrscheinlich anfallen und ich darf ihn nicht töten. Und ich hoffe, ich kann in die Taverne reingehen. Geht ihr dort hinein? Hier geht nicht wahr. Was hat man euch aufgetragen? Bitte tut meinem Mann kein Leid an. Ich weiß wirklich nicht, was in ihn gefahren ist. In letzter Zeit war er krank und ich glaube, er ist müde. Das Altseins müde und der Nutzlosigkeit. Ich weiß bloß nicht, warum er das machen sollte. Bitte sorgt für seine Sicherheit, Nanius. Ich wüsste nicht, was ich ohne ihn tun würde. Was immer ihr tut, tut ihm nur kein Leid an. Wenn er versucht, euch einen Kampf herauszufordern, dann lasst euch nicht darauf ein. Er wird das nicht lange aushalten können. Ich versuche es. Bitte, so unternehmt doch etwas, um meines armen Mannes willen. Ja. Ich werde ihn nur ein bisschen boxen wahrscheinlich. Obwohl ich das ja auch nicht mit Löffeln gefressen habe. Ach nee, ne? Bitte nicht. Okay. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ja. Ich glaube, wir haben ein... ein etwas größeres Problem, wenn ich da jetzt nur... Warte mal, ich muss mal kurz was versuchen. Das ist jetzt echt, ja, echt doof, ne? Scheiße. Das ist echt kacke. Wenn's nicht das eine ist. Das ist echt kacke. Das ist richtig kacke. Mal kurz einen Moment warten. Ich guck mal, ob es... ob es sowas wie ein durch Wände gehen Konsolenbefehl gibt. Warte mal kurz. No Clip, genau, das müsste ja das sein, ne? Getting Struct. Ah, TCL, okay. Warte mal. Pff, rein aus Interesse. Ja, Mann, bla bla. Rein aus Interesse versuche ich das jetzt mal. Ich gehe mal hier rein. Eigentlich kommt ja jetzt diese Fehlermeldung, ne? Also dieses. Warte mal. Huch, TCL. Collision off. Kann ich mich jetzt dort hinein schweben lassen? Ja, kann ich. Huch. Ich mach das erstmal kurz aus. Ich nehme an, ihr seid geschickt worden, um mich beiseite zu schaffen. Stimmt's? Nun, dann lasst es uns hinter uns bringen. Ihr seid doch kein Feigling, oder? Na los, greift mich an. Wenn ich schon sterben soll, dann soll es sich gelohnt haben. Das ist er. Aua. Warte mal, auf damit. Abschaum. So. Feiert mit den Heiden.
Ich kann nicht, weiterschlagen. Zu müde. Greift mich an. Macht schon. Na los. Ich bin zu müde. Ich kann nicht mehr kämpfen. Tötet mich und erzählt den anderen, dass ihr keine Wahl hattet. Dass ihr euch verteidigen musstet. Ich will so einfach nicht mehr weiterleben. Warum wollt ihr denn sterben? Warum? Seht mich an. Ich bin ein alter Mann. Meine Lebenskraft versiegt. Ich bin in den Minen nicht von Nutzen und eine Last für meine Familie. Ich will nicht in meinem Bett dahin siechen. Versteht ihr das nicht? Das ist für einen Mann keine Art zu sterben. Was ist mit deiner Frau? Meine Frau wird ohne mich besser dran sein. Ob sie das weiß oder nicht. Was, ihr denkt, ihr wüsstet es besser? Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich nehme an, ihr werdet mir erzählen, dass meine Familie wichtiger ist, ha? Ich will nicht, dass alles so endet. Aber ich will auch nicht, dass Dralora mit ansehen muss, wie ich vor ihren Augen dahin sieche. Sie soll mich nicht umsorgen müssen, weil ich es selbst nicht mehr kann. Tötet mich! Erlöst mich! Okay. Mein Gott. Eine schwerwiegende Gewissensfrage jetzt hier gerade. Tun wir das oder tun wir es nicht? Er möchte ja eigentlich sterben, ne? Also, obwohl, das ist ja wieder Kannibale von Rotenburg. Der andere Typ wollte ja auch gegessen werden und er hat... Nein. Nee, komm, wir machen es nicht. Ihr habt recht. Ich weiß, dass ihr recht habt. Es tut mir leid. Ich höre auf und versuche von jetzt an, die positive Seite zu sehen. Oh, cool. Gut, es war eine so gute Entscheidung. Und wir können in die Taverne gehen, oder vielmehr, wir können mit Hilfe... Oh. Mit Hilfe eines klitzekleinen Tricks können wir hier wenigstens hineinkommen. Jetzt muss ich nur das blöde Skoma wegwerfen. So alt, so müde. 1000 Gold, geil. Geil. Geilomatico. Dann bekommt sie von uns erstmal hier den ganzen Schnaps, würde ich sagen, ne? 5 Kilo. So, kauft die uns. Die kauft sie uns auch ab. Na, das ist doch nett. Das ist doch echt nett. Das wiegt nicht allzu viel. Die Klamotte kauft sie uns nicht ab. Den vielleicht kauft sie auch nicht. Kauft sie nicht. Das kauft sie auch nicht. Gut, die kauft nur die Tränke. Naja, den Schmuck. Nein. Den ollen Kopf kauft sie auch nicht. So. Gut, jetzt will ich nur hoffen, ganz im Ernst, dass wir hier wieder rauskommen. Ich höre eure Funktioniert. Worte. Hab Dank dafür, dass ihr Seleres Leben verschont habt, Nanius. Kein Thema. So, und jetzt versuchen wir gerade mal, ins Handelshaus genauso reinzukommen. Würde mich nämlich im Allgemeinen mal interessieren, was es da drin so Schönes gibt. Jetzt kommt wahrscheinlich erst wieder die Fehlermeldung, ne? Nein. So, da ist das Handelshaus. Es ist zwar jetzt nicht so schön, dass wir das machen müssen, aber gut, wir müssen es an sich auch nicht, aber es interessiert mich halt einfach, was es hier so gibt. Und das hat irgendwas auf jeden Fall mit den Mods zu tun, dass man hier, weil so geht's ja jetzt, hier kann man schön drin rumlaufen, alles gut. Und zum einmaligen Gebrauch reicht das ja jetzt hier auch hier aus. Entschuldigt, Sehera, aber nun ja, seid ihr in der Reverien. Ja, ich weiß. Puh. Der hat eine ganze Menge, ne?
Zwar auch wieder nicht irgendwas, was wir brauchen, aber... Aber 10.000 Gold! Geil! Wie geil ist das denn? Er hat ja echt... Er hat ernsthaft 10.000 Gold? Das ist ja super cool. Und er kauft er uns alles ab? Ja, er kauft so gut wie alles. Das ist ja echt super geil. Dann, warte doch mal. Das behalten wir, glaube ich. Haben wir nicht noch haufenweise von diesen sechsten Hausamuletten oder so? Nee, ne? Den könnten wir auch mal wieder anziehen, hier fällt mir gerade ein. Wir haben nämlich... doch irgendwas auch vergessen. Die Dinger können wir auch verkaufen. Dauerhafte Wirkung ohne Rüstung braucht kein Mensch. Dauerhafte Wirkung Veränderung braucht kein Mensch. Wiederherstellung braucht kein Mensch. Illusion braucht auch keiner. Verzauberung braucht auch keiner. Knochenläufer können wir aufheben. Das. Oh. Magiefest 20 Punkte brauchen wir auch nicht. Sicherheit 5 Punkte auf sich selbst. Ah, das haben wir auch noch nicht an. Na gut, 4100, 6100. So. Aber echt super geil. Nur schade, dass er keine... Mal die nehmen wir mit. Vielleicht ist das ein Quest. Schade, dass er kein... kein Schmiedehammer hat. So, was haben wir denn jetzt hier bekommen? Verwitterte Notiz. Was? Okay. Doch keine Quest. Schade. Echt cool. Da können wir auf jeden Fall haufenweise Zeug immer loswerden. Das ist klasse. So. Ich mache den Quicksave mal hier so. Bla bla bla. Alle labern sie wieder durcheinander. Okay, Aufstieg. Das geht einfach nicht. Ja, habt ihr Sille Filiberin beruhigt, Nanius? Na klar. Vielen Dank, Nanius. Es wäre euch ein leichtes gewesen, ihn zu töten. Und ihr hättet auch alles Recht dazu gehabt. Ihr habt großes Erbarmen gezeigt und ich möchte euch das lohnen. Warum? Irgendwas ist immer. 68k. Junge, Junge, Junge. Gut. Fangen wir noch einen an. Ja, komm, wir hören uns die... Irgendwas ist immer. Hören uns die Geschichte mal an. In der Mine ist etwas passiert. Die Männer haben eine Grabhöhle entdeckt, aber eine, wie man sie noch nie gesehen hat. Drinnen ist eine eisartige Substanz, die Leute nicht durchbrechen können. Ihr sollt für mich herausfinden, was das ist. Etwas südlich vom Zusammenfluss des Haarstrad und des Islit leben ein paar Nord. Sprecht dort mit Graring und seht, ob er euch etwas erzählen kann. Ach, cool. Er ist so etwas wie ein Geächteter für die Nord und hier auf der Insel. Ich kenne die Einzelheiten nicht und will sie auch nicht wissen. Soviel ich weiß, hält er sich südlich der Stelle auf, an der sich der Fluss teilt. Südlich der Steinbrücke über den Fluss. Oh Gott. Oh Gott, nein. Vage Beschreibung. Gabelung der Flüsse, das ist doch... Ich kann es einfach nicht erkennen. Ich glaube, das ist da. Okay, Plan ist jetzt, wir suchen uns den Fluss, würde ich behaupten. Draußen fährt einer Moped.
So, ich glaube, das müsste in diese Richtung sein. Wir suchen uns den Fluss. Nehmen erstmal die Waffe. Wir suchen den Fluss, damit wir so eine halbwegs Richtung haben. Du nervst mich ganz schön. Ja. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich glaube nicht, dass die damals dreimal aufgestanden sind, die Biester. Naja. Was soll's, was soll's. So, ein Fluss finden wir hier nicht. Da müssen wir ein Stückchen weiter in diese Richtung. Da ist ein Bärli. Ein Glücksbärli. Huhuhuhu. Zwei Glücksbärlis, nein. Geh weg. Es ist ein riesiger, ekelhafter Eber. Blackbeard. Aha. Oh. Gute Nacht. So, jetzt müsste ja eigentlich gleich hier der Fluss auftauchen. Da ist eine Höhle. Oh, cool. Da hinten ist irgendein Wolf. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es hier Höhlen gibt, in die ich einfach so reingehen sollte. Kjolvers Behausung. Der alte Kjolver. Oh. Kjolver? Kjolver. Seid gegrüßt, Danius. Ihr seid also zu Besuch hier auf unserer hübschen Insel, hm? Irgendwie habt ihr etwas Gewisses. Ihr seid mit dem Tod vertraut und mit dem Töten. Ich habe da ein finsteres Geschäft, bei dem ihr mir helfen könnt. Mein Ehemann gehört mir, hört ihr? Mir! Diese hohe Erna wird dafür bezahlen! Sie sieht so nett aus, ne? Und erzählt so einen Blödsinn. gut. Dann kümmern wir uns einfach um Kjolva in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.